Hallo meine Lieben, willkommen zu dem neuen Video. Remakes und Ports haben ja für viele immer so einen kleinen Nachgeschmack. Viele sagen immer, ja, ich möchte lieber einen neuen Teil statt ein Remake oder einen Port. Verstehen aber nicht so ganz, dass es nicht immer das Gleiche ist und dass es nicht immer damit zu tun hat, dass ein Spiel stattdessen entwickelt wurde. Ich persönlich halte sehr viel von Remakes und aber auch von Ports oder Remaster. Zum einen haben sie den großen Vorteil, dass sie oft Spiele, die sehr, sehr alt sind oder auf gewissen Plattformen festhängen, die sich vielleicht nicht so oft verkauft haben oder einfach nicht mehr verfügbar sind, den Leuten aus der heutigen Zeit auf den aktuellen Konsolen einfach mal wieder die Möglichkeit geben, diese Spiele zu spielen. Kann man über eine Virtual Console machen, kann man auch über Ports oder Remakes. Remakes haben aber auch den großen Vorteil, dass die gerade im Gegensatz zu Remaster die Spiele noch einmal völlig neu erfinden können. Spiele, die entweder eine veraltete Technik haben oder eine unfertige Story, eine unfertige Spielwelt oder einfach durch die Zeit so gealtert sind, dass sie nicht mehr wirklich spielbar sind. Pokémon hat super tolle Remakes bekommen und ihr alle kennt bestimmt ganz mega gute Remakes. Und jetzt sage ich euch einfach mal, welche Spiele meiner Meinung nach auch ein Remake sehr, sehr gut gebrauchen könnten. Warum auch immer, gibt verschiedene Gründe. Viel Spaß mit dem Video. Auf Platz 10 haben wir generell die alten Fire Emblem Spiele. Und ich meine noch nicht mal die Remakes, die wir bisher bekommen haben, wie zum Beispiel Shadow Dragon, was ja ein Remake vom allerersten Fire Emblem ist, denn dieses Spiel war auch, oh, ging überhaupt nicht klar. Das Remake, was wir von Echoes bekommen haben, also vom zweiten Teil von Fire Emblem Gaiden, das war richtig, richtig gut. Und Remakes in diesem Stil hätte ich halt gerne mehr. Eben von den alten Storylines, von den alten Charakteren. Das Gameplay der alten Fire Emblem-Spiele ist für mich persönlich jedenfalls aktuell überhaupt nicht mehr wirklich genießbar. Es ist super langsam, es ist super strikt und spielt sich einfach nicht gut. Und die Grafik, naja. Und das hat man selbst bei Shadow Dragon gemerkt. Ich hatte keinen Spaß mit diesem Remake. Aber die moderneren Remakes, die also wirklich auf das, was Awakening, Echoes und so weiter uns gerade präsentiert haben, oder vielleicht sogar im Stil von Three Houses, also im noch moderneren Stil, da würde ich wirklich, wirklich gerne richtig gute Remakes sehen von den alten Fire Emblem Spielen im Stile von Fire Emblem Echoes, denn das war einfach großartig, das Spiel. Auch die nächste Spielereihe hat ein ganz, ganz großes Problem mit dem Alter. Es gibt wunderbare Castlevania-Spiele aus der heutigen Zeit und Symphony of the Night ist ein Spiel, was wahrscheinlich zeitlos altern wird. Das kann man immer noch super spielen und ist grandios. Aber die alten Castlevania-Spiele, 1, vor allem Teil 2, Simon's Quest, aber auch Teil 3, haben ganz, ganz viele Probleme. Die Spiele sind viel zu schwer und auch oft halt dieses unfaire schwer. Dieses Knockback in diesen Spielen ist die absolute Hölle und es muss halt dringend modernisiert werden. Jedenfalls, wenn man nochmal diese alten Spiele so genießen möchte, wie sie sind. Und ich rede nicht von einem Remake, wie es andere Spiele schon getan haben, wie man das in so 3D oder so, sondern ich rede von einem Spiel, was halt den Stil der alten Spiele schon beibehält. Sidescrolling, die Musik halt vielleicht von Jack Kaufman, einfach nur mal auf eine moderne Ära irgendwie gebracht. Aber trotzdem Sidescrolling und in dem alten Stil, vielleicht so im Grafikstil von Octopath Traveler oder jetzt zum Beispiel ja auch Live Alive, das würde ich halt richtig feiern. Sie sollen nicht zu sehr abgeändert werden. Sie sollen halt nur gameplay-technisch von der Sprungmechanik her, von den Gegnern her einfach ein bisschen fairer gestaltet werden. Und ansonsten bitte die Spiele genauso lassen, wie sie sind. Und dann hätte ich sehr viel Spaß dabei, noch einmal in diese alten Meisterwerke einzutauchen. Aber so wie sie jetzt sind, sind sie einfach zu schwer. Und über Teil 2 brauchen wir nicht zu reden. Man denkt ja immer so ganz schnell, dass die Donkey Kong Land Spiele einfach nur Gameboy Ports sind. Von Donkey Kong Country 1, 2 und 3 hat er dann auch nochmal einen Teil auf dem Gameboy Advance bekommen. Aber nein, das sind tatsächlich eigene Spiele. Klar, die Welten grob haben sie einigermaßen erhalten und die Bosse und die Thematik. Aber trotzdem sind die Level an sich neu programmiert worden und haben halt super viel Abwechslung. Und die Musik ist teilweise auch recht anders. Vor allem im Game Boy Advance Port von Teil 3, was ja dann eigentlich nicht wirklich ein Port ist. Aber ich habe halt ein Problem damit, weil die Donkey Kong Land Spiele waren für mich persönlich einfach nicht gemacht für den Game Boy.
Ich fand, sie sahen irgendwie zu künstlich gut aus. Ich fand den Look der Donkey Kong Land Spiele einfach nicht wirklich ansprechend. Und es hat auch einfach von der ganzen Umgebung her einfach nicht gepasst. Und ja, deshalb, ich hätte gerne Donkey Kong Land in einer Art Donkey Kong Country Returns. Vielleicht gar nicht mal so krass, vielleicht hält man das auch hier so ein bisschen. Ja, Donkey Kong Country Returns und Tropical Freeze, die sind ja nochmal richtig krass vom ganzen Look her. Ich meine, das würde ich für Donkey Kong Land mir auch feiern, aber es reicht halt auch, wenn sie das einfach auf eine moderne Ära bringen und einfach einen Pixel-Look oder keine Ahnung, aber auf jeden Fall nicht so in diesem alten Gameboy-Spiel. Mir würde tatsächlich schon reichen, wenn sie das auf Donkey Kong Country-Niveau anheben und uns dann nochmal in diese Art bringen. Das würde mir schon völlig genügen, weil der Look von Donkey Kong Country 1, 2, 3 sind auf jeden Fall auch zeitlos. Aber Donkey Kong Land hat bei mir einfach nicht so ganz gezündet und deshalb würde ich mir da schon ein Remake wünschen. Es gibt manchmal so Spiele, da wünsche ich mir gar nicht unbedingt ein Remake, weil die Spiele es so dringend benötigen, sondern weil ich einfach mir sehr, sehr wünschen würde, dass ein Switch-Remake auf der Nintendo Switch den Spielen einfach nochmal eine neue Plattform geben würde. Und wir haben jetzt gerade im Game Boy Advance Song Battle wieder gemerkt, was für eine unterschätzte Perle Golden Sun ist. Das Ding ist, Golden Sun ist immer noch ein großartiges Spiel und es ist immer noch auch wunderbar spielbar, aber natürlich macht es natürlich Sinn, das Spiel noch einmal auf eine richtig schöne Optik zu heben. Optisch muss gar nicht so viel verändert werden. Mach einfach die Kantenglättung rein, guck einfach, dass es nochmal schöner aussieht, noch ein bisschen polierter aussieht. Die Musik kann so bleiben oder mach einen Orchester-Soundtrack draus, mir auf jeden Fall recht. Ein richtig krasses 3D-Remake von, also so nicht 3D mit 3D-Look wie auf dem 3DS, sondern richtig neu, würde ich natürlich auch feiern. Aber das muss gar nicht unbedingt sein. Aber der wichtigste Faktor wäre eben, dass Golden Sun vom Game Boy Advance mal runterkommt, wieder mal in der modernen Ära den Leuten mal präsentiert wird und deshalb würde ein Remake, würde den Golden Sun-Spielen extrem gut tun. Vor allem Teil 1 und 2, weil die Story da so stark zusammenhängt. Ich meine, Teil 3 halt eigentlich auch, aber gerade 1 und 2 bräuchten dringend ein Remake, damit die Leute mal wieder einen Blick auf dieses wunderschöne, unterschätzte RPG bekommen. Schon ein bisschen mehr das Remake nötig hat er gegen Skies of Acadia. Skies of Acadia oder bei mir war Skies of Acadia Legends, ich habe das Spiel auf dem GameCube gespielt und nicht auf dem Dreamcast, ist eins meiner liebsten RPGs, die ich vor allem damals in meiner Jugend so gespielt habe. Und es ist so unglaublich schön. Und ich glaube, dass ganz, ganz viele die Einzigartigkeit dieses RPGs genießen würden, weil es ja eben dadurch, dass du Luftpiraten spielst, in einer wunderschönen Wolkenlandschaft spielst. Und dadurch hast du eben deine Welt, entsteht halt aus vielen kleinen Inseln oder Städten, die in der Luft schweben. Aber der Himmel ist belebter tatsächlich und aufregender, als man so denken würde. Also da könnte sich tatsächlich Skyward Sword mal eine richtige Scheibe von abschneiden. Es ist schon ziemlich cool, durch die Luft zu fliegen, immer mal wieder was zu entdecken, ob es gegnerische Piraten sind oder Dinge, die du kapern kannst, oder tatsächlich versteckte Inseln oder Geheimnisse. Die Welt, oder das ist halt eigentlich sogar schon belebter als der Ozean von Wind Waker. Also Skies of Acadia hat auch super tolle Charaktere, aber es ist, ja, so wie ein anderes RPG, was ich hier noch auf dieser Liste habe, einfach in die Jahre gekommen. Der GameCube ist jetzt nicht unbedingt das, was am allerschlimmsten aussieht, aber selbst diese Ära, PlayStation 2, GameCube, Xbox und so weiter, da muss einfach mal wieder ein bisschen was gemacht werden. 16:9, Kantenglättung, dass es einfach richtig schön und richtig gut aussieht und dann einfach das Gameplay nochmal überarbeiten. Dass es einfach ein bisschen flüssiger ist, dass die Ladesequenzen nicht so doof sind, dass die Steuerung gerade auf der Oberwelt und auch wenn du so mal rumläufst, dass das einfach sich ein bisschen flüssiger anfühlt. Und dann hast du da ein richtig, richtig tolles RPG, was wahrscheinlich ganz, ganz viele sehr, sehr genießen würden. Denn Skies of Acadia ist heute, so wie andere RPGs auf dem GameCube, Barton Kaitos oder so, einfach richtig schön. Ach, generell in dieser ganzen Ära sind auch auf der PlayStation 2 mit Grandia und so weiter und so fort so viele RPGs untergegangen in einer riesigen Masse, die aber alle einfach sehr spielenswert sind. Und diese RPGs bräuchten einfach alle ein richtig tolles Remake, damit wir sie einfach mal wieder in der modernen Zeit genießen können. Mamma mia. Ich habe es eben schon erwähnt, ganz, ganz dringend für mich wäre Tales of Symphonia. Tales of Symphonia hat ja schon ein Remaster bekommen, damals auf der PlayStation 3, aber es war eben nur das, es war ein Remaster. Aber ein richtiges Remake, ein richtiges Workover, um es vielleicht auf den grafischen Standard von Tales of Arise heutzutage zu bekommen, das wäre ein richtiger, richtiger Traum. Ich glaube nicht, dass das Spiel das bekommen wird.
Aber das große Problem ist, dass ich persönlich meine, dass Tales of Symphonia mit Tales of Graces die beste Story und die besten Charaktere hat. Gut, Story ist immer subjektiv. Berseria hat auch eine geile Story und so weiter, ne? Aber Symphonia hat eben so starke Charaktere, da steckt so viel Liebe drin. Der Soundtrack ist in allen Tales of Spielen toll, aber gerade Tales of Symphonia hat mich einfach so sehr bewegt. Durch die Geschichte, durch die Charaktere und eben durch die Musik. Aber es ist halt alt. Und Tales of Symphonia hat gerade aus der Sicht, wenn man als Tales of Veteran Spiele gespielt hat, ein sehr veraltetes Kampfsystem. Es ist sehr stumpf, man kann es sehr abusen. Und deshalb kann ich schon verstehen, dass wenn man Tales of Symphonia heutzutage spielt, dass man sich denkt, okay, boah, es ist zwar Live-Action und damit immer noch besser als jedes Active-Time-Battle-Kampfsystem. ATB ist immer noch der größte Schmutz. Aber es ist schon in die Jahre gekommen. Und deshalb würde ich mir gerade, was natürlich auch die Optik, Kantenglättung, wir wissen Bescheid, das wäre auf jeden Fall sehr, sehr cool. Musik muss gar nicht überarbeitet werden, aber das Gameplay, das Kampfsystem muss halt dringend an die modernen RPGs und vor allem an die modernen Tales of Spiele von heute modernisiert werden, muss auf dieses Niveau gehoben werden, damit man das auch wieder richtig schön genießen kann. Und dann haben wir da für mich das beste Tales of, beziehungsweise auch mein liebstes Tales of, mit Tales of Graces zusammen. Aber Tales of Symphonia bräuchte tatsächlich ganz, ganz dringend ein Workover, was das Gameplay angeht. Ich glaube schon, oder ich hoffe sehr und ich halte es nicht für unmöglich, dass wir dieses Remake tatsächlich bekommen werden. Die meisten der Remakes auf dieser Liste heute, da gehe ich tatsächlich nicht von aus, dass wir sie bekommen werden. Ich würde es sehr feiern, aber ich halte es für nicht so wahrscheinlich. Aber die Oracle-Teile, gut, andererseits, Nintendo ist aktuell halt leider sehr, 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 sehr auf Zahlen bedacht. Und ich glaube einfach, dass, so wie Nintendo aktuell als Business geführt wird, dass sie nicht den Fokus auf Oracle of Ages und Seasons legen werden. Aber schade ist es, weil da sind halt richtig tolle Perlen, die halt auf dem Game Boy damals sehr untergegangen sind. Es war zum Ende des Game Boy. Viele waren schon auf dem Game Boy Advance gedanklich unterwegs. Dann war es auch noch Game Boy Color, also wo man dann ja nochmal extra den Game Boy Color holen musste. Und die extra Story war auch noch in der Zusatzepisode. Oracle of Ages und Seasons ist leider sehr untergegangen. Ganz viele haben diese Spiele nicht gespielt. Das haben wir auch immer wieder in Umfragen festgestellt, welche Zelda-Spiele schon gespielt wurden. Und das wäre hier halt ganz, ganz wichtig. Klar. Ein Workover im Stile von Link's Awakening, gerade das neue Remake für die Switch, das würde diesen Spielen auch extrem gut tun. Aber bei diesen Spielen würde tatsächlich sogar ein Port endlich mal bedeuten, dass die Spiele endlich mal wieder ein bisschen Spotlight bekommen, endlich mal wieder Leute Zugang bekommen zu diesen wunderschönen Spielen, die einfach so toll und so spaßig sind. Und sie sind so tolle Einträge in der The Legend of Zelda-Reihe, die einfach mehr Leute mal wieder spielen müssten. Also ein etwas modernerer Port würde mir fast auch schon reichen. Also so im Stile von Virtual Console. Aber ein richtiges Remake wie von Link's Awakening, das wäre hier ein absoluter Traum. Aber es ist krass, dass wir auf Platz 4 sind, denn ich habe tatsächlich noch 3 Remakes, die mir noch ein bisschen wichtiger wären. Terranigma ist eines meiner liebsten RPGs und meiner allerliebsten Spiele, die ich je gespielt habe. Es ist vom Gameplay her halt, ne, Action-Kampfsystem feiere ich halt total, aber vor allem von der Story her, gesellschaftskritisch, mega geile Storyführung, hat mich sehr emotional bewegt, hat mich fast dazu gebracht, das Spiel abzubrechen, weil ich die Entscheidung nicht treffen wollte, die ich treffen musste. Es ist für mich ein sehr einzigartiges RPG und gerade aus der alten Zeit halt nicht einfach nur Held rettet Welt, sondern hat wie Chrono Trigger einfach nochmal einfach diese besondere Ebene an Storytelling, die mich einfach sehr, sehr bewegt und mitgenommen hat damals. Terranigma ist für mich was Besonderes und deshalb würde ich mich natürlich aber hammerhart über ein Remake im Stile von Secret of Mana freuen. Gut, vielleicht ein bisschen besser. Das Secret of Mana Remake ist jetzt nicht per se schlecht, aber es hat halt schon viel nicht gut gemacht und viel nicht optimal gemacht. Da fehlt an ganz vielen Stellen einfach, ich sage mal, ein Gefühl für das Original. Und die Musik ist auch nicht immer mein Geschmack gewesen. Wenn sie Terranigma noch einmal remaken, im Stile von Secret of Mana, dann vielleicht da einfach ein präziseres Workover, dass der Charme des Originals auch an allen Stellen erhalten bleibt. Und die Musik muss auf jeden Fall richtig, richtig knallen, weil Terranigma hat einen der besten Soundtracks, den es je gegeben hat. Und wenn Terranigma vor allem dadurch endlich auch mal wieder den Leuten zugänglich gemacht wird, also generell ist das große Gros eines Remakes, der große Bonus, ist ja eben oft gar nicht mal unbedingt, das Spiel nur besser zu machen,
sondern vor allem beim Remaster natürlich auch, ist es einfach durch die Portierung auf eine moderne Konsole, dass die Leute das Spiel halt mal wieder spielen können. Und deshalb würde ich mich halt extrem über ein Remake von Terranigma freuen, dass die Leute in einer schönen, neuen, aktuellen Version eines der besten Spiele aller Zeiten mal wieder spielen können. Das große schwarze Schaf der Reihe. Dark Souls ist eins der besten Spiele aller Zeiten, gewählt sogar als das beste Spiel aller Zeiten. Dark Souls 3, Sekiro, Bloodborne, From Software haut einfach Meisterwerk um Meisterwerk raus und ist heute noch eine der großen Bastionen in der heutigen Welt von Gier und von, naja, unfertigen Spielen. Aber leider gibt es auch da das schwarze Schaf, denn Hidetaka Miyazaki war damals bei Dark Souls 2 nicht mit am Werk und sie haben trotzdem dieses Spiel rausgebracht, wahrscheinlich um ja, Geld zu machen mit der Legende von Dark Souls 1 und sie haben leider sehr, sehr viel, sehr, sehr falsch gemacht. Dark Souls 2 ist ein gutes Spiel, wir kennen es, ne? Wir sagen immer, es ist ein gutes Spiel, kein gutes Dark Souls. Und es hat halt so viele Probleme, was das Trefferfeedback angeht, die Hitboxen und die Welten, die Bosse, so viele Bosse brauchten halt ein Workover. Und ich hätte halt nicht gedacht, dass man ein altes From-Software-Spiel so gut portieren oder beziehungsweise remaken kann, wie es Demon's Souls getan hat. Seit das Demon's Souls Remake kam, was einfach dem uralten Spiel von der PlayStation 3 eine völlig neue Identität gegeben hat. Sie haben so viele Probleme vom Original, haben sie halt wettgemacht. Sie haben so viele Bosse überarbeitet. Es ist ein absoluter Traum gewesen, das Demon's Souls Remake. Und wenn sie das jetzt mit Dark Souls 2 machen würden, dann hat Dark Souls 2 eben so viel Potenzial. Dark Souls 2 hat so viele Stärken. Es hat die besten Welten der Reihe, meiner Meinung nach. Es hat so viel Abwechslung bei den Waffen, bei den Playthroughs. Es hat, also nicht so krass wie Elden Ring, aber man kann so unglaublich viel tun und so unglaublich viele verschiedene Waffen und Schilde und so weiter und Zauber. Und es macht so einen Spaß. Und Dark Souls 2 ist ein absoluter Traum in so vielen Punkten. Aber es hat halt eben gameplay-technisch diese ganz krassen Schwächen, wodurch man eben ganz oft wieder Bock bekommt auf Dark Souls 2 und dann erwartet einen einfach dieser dämliche, beschissene Gegner-Spam, dieses unfaire Spiel mit diesem scheiß Hitboxen. Selbst wenn du Adaptivity gelevelt hast, dann hast du immer noch diese Probleme mit den Hitboxen. Es hat einfach ganz viele Probleme und wenn sie das im Remake dann wirklich ausmerzen würden, dann hätten wir wirklich hier ein ganz, ganz großes Potenzial, dass das Dark Souls 2 Remake könnte sich endlich einreihen in diese Riege der Meisterwerke. Im Moment sagt man halt immer, ja, Demon's Souls war cool und dann die Meisterwerke. Dark Souls 1, Dark Souls 3, Bloodborne, Sekiro, Elden Ring und Dark Souls 2 ist auch noch da. Das ist so der Uwe, der ist halt auch dabei, ne? Und jetzt könnte man Dark Souls 2 endlich mal das werden lassen, was es eigentlich hätte werden sollen. By the way, Dark Souls 1 könnte auch nochmal ein richtiges Remake gebrauchen, denn dann könnte man Lost Idolus entweder ganz rauslöschen oder endlich so zu Ende programmieren, wie es eigentlich gedacht war. Also alles, was da unten in Lost Idolus passiert ist, ist auch absoluter Schmutz. Also selbst Dark Souls 1 ist nicht perfekt. Das Remaster war ja leider nur ein Remaster, aber ob sie das nochmal irgendwann anfassen? Ich sage nur, auch Dark Souls 1 würde ein Remake gut tun. Und ihr wisst es, Leute, dass, was wahrscheinlich nie passieren wird, mein absoluter Traum, dass mein Lieblingsspiel ein 3D-Remake bekommt. Und ich meine auch hier nicht 3D, so wie bei Ocarina of Time und Majora's Mask. Ich meine halt in Ego-Perspektive, im Stile von Breath of the Wild, Ocarina of Time oder am besten Twilight Princess. Ein bisschen düster, ein bisschen ernst. In wunderschöner, moderner, richtig geiler Grafik. Also am besten ein Remake auf der PlayStation 5 und nicht auf der Switch. Und A Link to the Past mal aus der Ego-Perspektive zu sehen. Mit dieser eigentlich ziemlich geilen Geschichte. Mit dieser Dramatik, mit der Schattenwelt. Und diesen coolen Ideen, die das Spiel ja tatsächlich hat. Überleg mal, wie viele coole Items das Spiel hat. Das übersieht man halt immer so, ne? Wie kreativ damals in Link to the Past war. Geht mal durch die 3D-Zeldas durch, wie viele Items es da gibt. Ja, an die erinnert man sich halt mehr, weil man sie irgendwie aktiver benutzt hat. Aber dann überlegt mal, wie viele Items in Link to the Past hatte. Und das jetzt wirklich in ein richtig großes, modernes, genial aussehendes Zelda-Abenteuer zu füllen, das wäre halt mein absoluter Traum. Das wäre dann auch instant etwas, wo ich bei der Live-Ankündigung in der Direct dann heulen würde wahrscheinlich. Und das ist das Unrealistischste hier. Das ist fast so unrealistisch, wie das F-Zero zurückkehrt. Aber das wäre bis heute halt mein absoluter Kindheitstraum.
Ja, meine Lieben, da war natürlich sehr viel Unrealistisches dabei. Das weiß ich auch. Deshalb sind es ja Wünsche. Ich würde ausrasten, wenn einige dieser Remakes angekündigt würden. Was sind eure Wünsche? Was sind die Spiele, die eurer Meinung nach dringend ein Remake gebrauchen würden? Oder wo ihr einfach euch wünschen würdet, dass es kommt? Schreibt es gerne in die Kommentare. Und über einen Daumen nach oben oder ein Abo würde ich mich freuen. Und dann sehen wir uns demnächst mit weiteren Videos. Oder wir sehen uns auf Twitch oder wo auch immer. Habt euch alle ganz so lieb. Ciao.